Hi. Hobbitiri. Ich hab so den Eindruck, wir waren hier schon, aber die Quest-Doc sagt nein. Also. Nein, das ist Ding genau dasselbe wie damals. Also, ne? Hat sich gereimt. Ja, das war voll Ich habe doch ein Stück von Rosetta gefunden und schicke es dir jetzt. Welches Stück? Rosetta. Schwierig zu sagen vom Querschnitt her, aber es ist nichts, was ich wiedererkenne. Okay, ich bereite es vor, sobald es hier ist. Gut. Oh, wir haben keine Torque. Haben wir nicht? Aber wir haben eine Bench da vorne. Da! Bei der Tür! Machst du auf vorbei, das hat mir definitiv schon mal. Jetzt geht's ja perfekt. Sie kommt da nicht mehr lebend raus. Ich hasse es. Hör zu, Arschloch! Und ja, zum Speichern. Torkstangen aus Wolfram. Gleich mal zwei. Na, drei. So, gehen wir da noch rein oder lassen wir es sein? Wo? In den Torkraum. Ja, natürlich. Ja, nee, weil da kannst du ja auch rein, wenn du schon drin gewesen bist. Aber da haben wir jetzt wenigstens Gewissheit. Mein Geld liegt darauf, dass wir schon waren und der Raum dementsprechend recht karg gefüllt sein dürfte. Und ich hatte recht. Ah. Ein Klump. Ja. Waren das wieder? Nein, waren keine Level 1 Medipacks. Immerhin. Die Dinger sind ja fast schon giftig. So. Was sagt Questlock? Da. Hab ich noch Medipacks? Das ist doch bestimmt mehr als genug. Ja, vier große, drei mittlere. Ja. Ansonsten habe ich mehr als genug. Eigentlich nur kleine, wa? Drei große, zählen, sieben mittlere, vier kleine. Das wir es brauchen, ja. Oh, warte. Kühe? Ja, Kühe. Nee, das, hier dachten wir, es wären Kühe und wurden enttäuscht oder so, glaube ich. Ich meine mich da an sowas zu erinnern. Ach, egal. Bäh. Nicht so abfällig. Woher wissen wir denn, dass das überhaupt funktioniert? Hast du rausgefunden, wie man aus all dem einen Codex herstellt? Nö. Ja, vermutlich haben sie magnetomische forensische Neurologie eingesetzt. Die ah, danke, jetzt nochmal auf Deutsch. Produziert. Als hätten sie die Codes für die Maschine direkt aus ihrem Gehirn geholt. Kommt mir bekannt vor. Zumindest haben sie ihr nicht das Auge rausgestochen. Ich bin gleich da. Magnetomische forensische Biologie war das, glaube ich, ne? Ich hab keine Ahnung. Heißt quasi hier MRT. Nur in super fancy. Super fancy. Ja, nun. Das hatten wir auch schon. Link, link, ja, link. Und hier kam irgendwas. Nee. Nee, die Map haben wir uns angeguckt. Ah. Okay, hier was für Interesse? Nope. Go, go, go. Auf geht's. Moment, da ist irgendwas hier. Ja, ja, ja. Okay, war doch nicht. Dann nicht da hier. Oder? Nicht? Ah, nee, das war da hinten. Du hast da hinten Signal? Mir ist hier eins praktisch da hinten. Ein Körper! Ja. Okay. Was? Genau. Geist, ein Körper. Hier hinten eine war Existenz. Was. Existenz. Ja. Ah, fuck, jetzt habe ich den Fleisch platziert. Ja, setze ich halt noch einen nach. Ja, platzier! Kein Signal. Platzier doch! Na, geht doch. Wie voll hilft voll, gell? Jo. Ja, also die Signale sind irgendwie auch asynchron. Naja.
Yay. Bin ich ja aus diversen anderen Spielen gewohnt. Also eigentlich aus einem ganz bestimmten. Mit vielen, vielen. Mein kleines Quiz, Isaac, um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Fakt. Der Originalmarker, der auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Fakt. Der Marker strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? Weiterentwickeln. Wie der das immer betont. Ja, natürlich. Ach stimmt, jetzt haben wir hier eine Karte für. Der Mensch muss auf die nächste Stufe der Existenz aufsteigen. Ah, Viech. Ah. Granatenwerfer-Viech. Ah, schaut witzig aus. Die sind bestimmt auch an der Decke. Ja. An der Seite zumindest. Ja, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Ja, ja. Es erinnert wirklich an System Shock. Buck! Du Sau. Was? Buck, du Sau. Okay. Ich kenn's eigentlich eher andersrum, aber. Es nein. Das wäre pervers. Hier ist irgendein radioaktives Zeichen. Gas wird freigesetzt, was? Gaspumpe, cool. Wir sollen also hier alles vergasen? Moment, Sie glauben doch nicht, dass wir an diesem Sterilisationssystem herumfuschen sollen, oder? Vielleicht doch. Isaac, das Gas frisst Ihnen das Gesicht weg. Oh, nee. Was kann schon Schlimmes passieren? Das Gas frisst einem das Gesicht weg. Ja. Und? Ja, das ist egal, braucht man eh nicht. Die Mistviecher. Die an der Decke, an der Wand kleben. Also sollen wir irgendwie hier alles sterilisieren, na dann. Bam. Du hackst. Hacke. Ich darf nur nicht ran. Aufzug reaktiviert. Was? Ja, ich glaube, das geht nicht anders. Oder? Ja. Okay. Hi. Ah, hi. Na, was geht da hier? Also, was machen wir jetzt? Oh ne, das muss... Warte mal, geht das hier? Ne. Ja, warte. Machen wir mal... Nicht da jetzt weitermachen. Machen wir hier das Aufzug weg. Aufzug online. 19. Aufzug reaktiviert. Lass dich vielleicht kurz heilen. Nee. Also das ist zu viel. Jetzt 50 weg. Aufzug online. Aufzug reaktiviert. 70 hin. 70 wieder zurück. Aufzug online. Aufzug reaktiviert. Nee, dann machen wir noch. Aufzug online. Aufzug reaktiviert. Ich mal versuchen. Aufzug online. Ja, hier, nee. Der Checker. Was war's? 50-50? Ja, 50-50-70. Nein, jetzt geh ich nochmal ran. Geh weg da. Wie komm ich hier raus? Okay. Komm mal. Komm her. Dein Fuß. Krabbelt doch irgendwas rum, oder? Das ist eigentlich meine Zweitwaffe. Ah, stimmt, die Shotgun. Mit Flammenwerfer, ja. Sehr gut. Oh, da kommt was. Hi. Jojo. Ist üblich, ja. Ja, dann warte halt an der Tür. Bin doch schon da. Jetzt kann man bestimmt nochmal vergasen. Ja. Vergasen. Sterilisationssequenz wird eingeleitet. Wie gut ist die Tür? Sieht aus, als stecken wir hier fest. Schlossen hat. Sehen Sie da, es funktioniert.
Ja. Das Ding ist luftdicht, oder? Nö. Ja? Oh, scheiße. Wieso? Los, sehen wir uns das mal an. Aha. Sie gehen vor. Ja, ja, klar. Das ist so oh. Sauber auf einmal. Hat funktioniert auf jeden Fall. Ja, die Türen sind auf. Ah, hier ist der Aufzug. Der ist aber... Ah, Alter, aus. Aus. Der ist an. Okay. What the fuck? Ja. Jetzt nochmal. Oh. So. Und dadurch sollen wir dann. Gut. Zu Befehl. Na, ist wieder das Rundraum. Naja, Schleusen halt, ne? Wenn schon Ladescreen los ist, dann muss man halt mit sowas. Und so. Oh, da klettert was hoch. Kommt gleich runter. Ja, das kommt hier runter. 100 Pro. Oder da vorne. Oh, das sind Speeder-Viecher, ey. Geh weg hier. Ich hab echt kein. Oh, das sind lauter solche verdammten Mistkerle. Mal 10. Also. Recht unangenehm gelegen. Oh, gut. Trennen erleben. Nase juckt. Oh. Also, es geht pures. Fakt. Also, ja. Wie Sie selbst bezeugen können, stellt die Menschheit fast zwanghaft rote Marker her. Duplikate nach dem Abbild des Originals. Sie sind ein Teil von uns, wie der Planet, der uns gebar. Vielleicht sogar noch mehr. Wir alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac. Kein Bock zu was haben. Sie anscheinend nicht akzeptieren können. Hey! So. Was, ich? Ja, hast auch die Tür blockiert. Dock. Dock. Nee, optionale Mission. Nope. Heute nicht. Fuck. Kannst du doch auch benutzen. Ist doch gezahlt, meine ich. Keine Ahnung. Ja, nutze ich dir halt. Tork. In voll. In voll. Tja. Kommt davon. Bestimmt irgendwo eine Bank. Du wirst doch Familie-Packs haben, oder? Was? Nein, ich will keine. Jetzt hast du welche. Gleich fallen lassen können, ey. Warte. Ja, die kleinen habe ich auch fallen gelassen. Die mittlere nicht. Entfernen. Explosionsmodul, Oh, ups. Macht nix, macht nix. Echt aufheben. Ja. So. Jetzt hebst du sie doch auf. Echt? Hab ich die jetzt wirklich aufgehoben? Nein. Glaube ich zumindest noch nicht. Cool. Nee, hab ich nicht. Sehr gut. Hey. Wenn du es nicht hast. Böser Mann. Sicher. Yes. Skelettos. Einfach deinen Flammenwerfer. Ich hab keinen Flammenwerfer. Oh. Ey. Ey. So.
Hammerst du irgendwie dauernd eh, oder wie? Warum? Ich frage nur. Nee, halt wenn Items unter mir liegen. Okay. Aufzug. Aufzug. Das sieht witzig aus. Ja. Sehr praktisch. Oh. Andererseits. Kennen. Achtet man mal bestimmt im richtigen Winkel, ja. So, warte. So, wenn ich den nochmal drehe. Na, dreh mal deins noch zweimal. Nee, reicht noch nicht ganz. Nee, warte. Warte mal. Dreh mal nochmal. So, und jetzt warte. Jetzt. Das vielleicht ich nochmal. Ah. Müssen wir, glaube ich, nachher machen. Warte. Nee, nee. Muss alles in einem. Da. Dann noch irgendwo ein Hebel. Ah. Mach mal nochmal. Nee, ich meine. Drehen bei dir. Okay, da hinten passt schon mal. Oh, perfekt. Okay. Egal. Komm her. Geh auf. Ach nee, andere Seite. Schade. Ein. Dr. Serrano Status Update. Da, nicht. Auf den Oberflächen der Marker finden sich Glyphen. Niemand weiß mit Sicherheit, was sie bedeuten. Okay, Ellie. Da. Es ist noch eins unterwegs. Isaac, diese Stücke. Bist du sicher, dass das Rosetta ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Weiter jetzt. Ach ja. Mhm. Ja. Jo, und wieder eins. Geht doch gut. Ah, schau mal, die Scans sind lustig hier. Das sieht irgendwie nicht sonderlich menschlich aus, das Gewebe. Sowas sollte ja eigentlich X-Ray sein. Ja, X-Ray halt, ne? Ja, ne? Wenn's halt das ist und nicht irgendwas Futuristisches, dann doch im Endeffekt ein CRT. Der sieht, glaube ich, nicht so aus. Will der überhaupt hin? Nein, das will ich nicht. Was? Nein, ich muss runter. Bezweifle ich irgendwie, aber okay. Mein Zielding zeigt dahin. Meiner auch, ja. War da um die Ecke. Ja, hier hin. Ah, okay. Noch mehr Scans, ja. Kaserne und irgend so ein Ding hier. Kaserne ist, glaube ich, eine Nebenmission. Ja, dann das hier. Ja. Viecher! Isaac, ein letzter Fakt, über den Sie nachdenken können, während Sie Ihrer eigenen Vernichtung entgegeneilen. Hätte Earthgarth oder diese längst toten Wissenschaftler oder Sie nicht dazwischen gefunkt, hätte die Menschheit schon völlig schmerzlos unser ultimatives Ende, unsere vorbestimmte Wiedergeburt erlebt. Tja, welchen Zweck hat diese Konversation wohl? Nun? Wenn wir uns das nächste Mal sehen und ich Ihnen ins Gesicht schieße, werden Sie den Grund verstehen. Aktivierungsfehler. Bitte das Ventil erneut öffnen, um fortzufahren. Oh, klar. Aber was anderes.
Bench ist kaputt, okay. Oh, Gas. Hey! Yes. Gut. Und plötzlich geht die Bank auch. Gut, gut. Ja, dieser giftige Nebel hat die Bank wieder repariert. Ja, ich meine, wir bestimmt irgendeine Biomasse in den Schaltkreisen gesteckt haben. Mhm. Mir vorstellen. So. Was? Ich hab 700 Wolfram. Verkaufen war AT. Kommt denn das jetzt her? Oh, es gibt immer noch keine neuen Waffen. Superbots, ich meine, wie viele Waffen habe ich? 120. Okay. Das ist wenig. Ihr braucht eine neue Torfstange, fällt mir gerade auf. Yes, Moment. So, erledigt. Ja, ich kaufe mir auch mal eine. Wir teilen uns die. Also bei mir stand gerade 0. Echt? Okay. Auf Menü, yes. Na dann. Diese Tür. Ist hier noch irgendwas von Interesse? Ja, irgendwas, das ich nicht aktivieren kann, aus welchem Grund noch immer. Ja, ja. Der Meister kommt schon. Ja, das habe ich aktiviert, um die ganzen Ventile zu öffnen. Ah, okay. So. Yay. Wir gehen jetzt so. Ja. Hoffentlich können wir da was streicheln. Können bestimmt, die Frage ist, ob wir es wollen. Wieder ist an der robuster geworden oder so? Bitte? Wir sind robuster geworden, die Skelette. Wir brauchen schon zwei Schüsse. Ja. Also auch mit der Schrotflinte und Flammenwerfer auf solche Viecher. Was? Oh. Der Fetz ist so schön. Na, weg. Oh. Das Geräusch. Nein! Meine Waffe ist leer. Nachladen. Doof. Ach! Ih, hallo. Ja, langsam werden es ein paar viele. Vor allem kann man die so scheiße erkennen, ey. Ja. Nein, nicht die kleinen, die mit da. Alle Fakt. Hey, da oben ist die Scheibe. Hoi! Hoi! Wie Ping-Pong. Yay. Yay. Huch. Hä, was geht, was wo? Da ist es. Will das da jetzt reinschießen? Das kann dauern.